die weißen, drei weißen Tage, könnten Sie erklären, welche Bedeutung diese Tage haben? Die drei weißen Tage? Die drei weißen Tage sind die Tage, wo der Mond sozusagen weiß wird. Ja? Deswegen nennt man sie die weißen Tage, wegen dem Mond. Drei Mondtage. Und in diesen Tagen hat der Prophet Sassam empfohlen zu fasten. Nee, man soll fasten in diesen Tagen und mehr ist da auch nicht viel hinzuzufügen. Ja. Das ist eine Sunna. Sag mal, wenn man freiwillig fasten will, so 13., 14., 15. ist damit der islamische oder normale Kalender gemeint. Sehr gut. Die drei weißen Tage. Die drei weißen Tage fastet man nach dem islamischen Kalender. Ja, Dakir al-Ashab.